Guten Tag. Für die Kommentare bedanke ich mich sehr. Super tolle Kommentare. Manche Leute schreiben, was für Müll erzählt dieser Mann. Das ist richtig lustig. Was für Unsinn erzählt dieser Mann. Ich habe mich nie damit beschäftigt, aber alles, was ich höre, ist Blödsinn. Toll. Ich überlege mir immer, wer das sagt, woher das kommt, woher diese Person kommt, die solche Sachen sagt. Aber es ist immer lustig. Ich überlege mir immer, was die Leute so sagen und versuche natürlich, das alles zu analysieren. Wir reden weiter über Zwillinge. Eins ist klar. Zwilling mag es nicht, wenn man in ihn dringt oder ihn ausfragt. Im schlechtesten Fall fühlt er sich verletzt, benutzt seine Zungenfertigkeit, wird er dich beleidigen oder zur Not nie mehr im Leben mit dir reden. Deswegen habe ich schon erwähnt, manchmal, wenn du auf der Party bist oder egal, in einer Bar, das ist Smalltalk, nicht? Wenn man fragt, was bist du für Sternzeichen oder aus welchem Land kommst du, das ist alles Smalltalk. Man vergisst das 10 Minuten später, das ist meistens für die Leute uninteressant, das ist nur Smalltalk. Man muss irgendwie das Gespräch anfangen. Es ist blöd zu fragen, guckst du lieber ARD oder lieber CDF? Weil ich gucke sehr gerne RTL. Das wäre natürlich blöd. Oder kaufst du in einem Supermarkt oder gehst du auf lokale Märkte? Das ist ganz blöd. Aber über Sternzeichen ist schon interessant, ein Gespräch anzufangen. Ich war gestern mit einem Kumpel in einer schönen Gegend und da war ein wunderschönes Kaffee und mein Kumpel hat gesagt, komm, wir trinken hier Kaffee. Und da war ein ganz netter Kellner und mein Kumpel hat gesagt, ich möchte hier 2 Prosecco bitte, weil mein Freund hat Geburtstag gerade gehabt. Und ja, wir bekamen diese Prosecco, 2-mal Prosecco bitte oder Prosecco. Und mein Kumpel hat gefragt dem Kellner, was bist du für Sternzeichen? Und er hat gesagt, das sage ich dir nicht. So ein Fall ist natürlich tödlich für einen Zwilling. In solchen Fällen wird der Zwilling richtig wütend, beleidigt, verletzt und sehr misstrauisch dieser Person gegenüber. Zwillinge sind sowieso sehr misstrauische Personen. Alles, was du dem Zwilling so erzählst, ich mache demnächst eine Kneipe, ich mache demnächst eine Bar auf oder ich möchte Crepe mit Füllung verkaufen. Was auch immer, was du sagst, wird Zwilling immer sagen, das wird nicht gehen. Heutzutage sowieso nicht. Und wenn du sagst zu dem Zwilling, ich möchte diese Frau heiraten, die du gerade jetzt kennengelernt hast, du musst etwas einkaufen, aber diese Frau möchte ich heiraten, dann wird der Zwilling sagen, die Ehe wird nie im Leben gehen. Nie im Leben, da hast du keine Chance. In einem Jahr seid ihr beide im Gericht. Diese Misstrauischkeit ist immer bei Zwillingen da, weil ich habe gesagt, bei Zwillingen geht es immer um die 2 Seiten. Alles ist zerrissen. Zwilling ist eine zerrissene Persönlichkeit und das wird den Zwilling fast das ganze Leben begleiten. Egal, um was es geht. Ich habe gesagt, schöne Frau, die will ich haben. Nee, die ist zu fett. Nee, die ist zu blöd. Aber die hat schöne Lippen. Ah, was für schöne Frau. Immer diese Zerrissenheit. Kaufe ich Reis für 5 Euro oder kaufe ich Reis für 2 Euro? Unentschiedenheit und Zerrissenheit. Warum habe ich mich so angezogen? Ich hätte doch schöne Ketten nehmen sollen. So denkt Zwilling. Ja, das ist schon okay. Aber warum habe ich nicht schöne Ketten genommen? Ich Idiot. Diese Zerrissenheit begleitet den Zwilling ganzes Leben. Und es geht immer beim Zwilling
darum, dass er so einmal ein Kind ist. Deswegen ist er so lieb und charmant. Viele Leute lieben ihn, umarmen ihn dafür. Aber dabei ist er auch ein schrecklicher Schnorrer. Er schnorrt Zeit von den Menschen und Geld auch oft. Weil Zwilling denkt, er hat Sonderrechte auf diese Welt. Wir müssen uns leider immer fügen und aufgeben und sagen, wenn es rot ist, darfst du nicht gehen. Aber Zwilling denkt, warum nicht? Ich gehe einfach. Es gibt so viele Regeln und Rechte auf dieser Welt und Zwilling will sich nicht fügen. Er will frei sein, aber doch verheiratet sein. Er will blau und schwarz anziehen, aber dann denken, grün wäre auch okay. Man kann auch grünes Hütchen anziehen. Warum habe ich das nicht angezogen? Immer diese Zweifel in seinem Leben. Und Zwilling denkt, er ist ein Sonderkind. Deswegen, er behauptet, wenn er mit jemandem ausgeht, du musst für mich bezahlen. Warum nicht? Weil Zwilling denkt, er hat Glanz und Charme und er ist etwas Besonderes auf dieser Welt. Und das ist sein Problem. Also immer diese doppelte Seiten. Er muss eines Tages eine Brücke zwischen den zwei Seiten schlagen. Und wenn es ihm gelingt, dann ist Zwilling ein anderer Mensch. Aber wie ich gesagt habe, wenn du ihm nicht sagst, was du für Sternzeichen bist, fühlt er sich verletzt und beleidigt, weil er nimmt alles persönlich. Ich habe gesagt schon auch, wenn du irgendwo da auf diesen Seiten schreibst, und eine Person beantwortet die Frage von dem Zwilling nicht, nimmt Zwilling alles persönlich. Und das ist diese Zerrissenheit. Deswegen, viele Zwillinge sind auch bisexuell, weil die nicht wissen, Mann oder Frau. Deswegen versuchen sie mit beiden Seiten. Dann denken sie, ich habe Zugang zu 100% der Bevölkerung. Aber das muss man wissen, dass der Zwilling diese zwei Seiten immer benutzt im Leben und von diesen zwei Seiten betroffen ist. Leider, leider, leider. Aber wenn du ihm die Frage nicht beantwortest, was bist du für Sternzeichen, dann musst du damit rechnen, dass er nie mehr mit dir redet oder wie mit diesem Kaffee. Er wird da nie wieder hingehen, weil der Kellner hat die Frage nicht beantwortet. Aber für heute ist die Zeit wirklich um.